ist mies. Besonders gefährlich ist der Sex, wenn er in Verbindung mit Beatmusik auftritt. Wir wollten eigentlich alles revolutionieren. Wir wollten die ganze Gesellschaft umkrempeln. Das ist nicht ganz gelungen, nur stückchenweise. Eine weitere Band jener Anfangsjahre ist die Deutschschweizer Gruppe Guru Guru, die lange Jahre als Kommune in der Nähe von Heidelberg wohnt. Die Gurus gehören ähnlich wie Amandül 2 oder Embryo zu den Gruppen, die stilistisch kaum einzuordnen sind. Das Wichtige ist eben, dass wir versuchen, eine Einheit zu bilden, sowohl im Leben als auch in der Musik. Und wir möchten nicht unbedingt eine bestimmte Musikrichtung haben, also uns auf den Stil festlegen, sondern uns macht Spaß, in verschiedenen Stilarten rum zu experimentieren und das möglichst gut in locker zu bringen. Ich glaube, das ist unsere Stärke irgendwo. Wenn wir gut drauf sind. Jeder kriegt gleich viel, jeder muss gleich viel bringen und es gab keinen Chef, bis wir dann nach 20 Jahren merkten, also ohne Chef, die wollen alle einen Chef immer, und dann wurde ich dann auch ein bisschen in die Rolle dann reingedrückt und einer muss das Ding auch irgendwie ein bisschen anreißen, aber das war alles völlig verpönt, Kapitalismus und viel Kohle. Wir verachteten Geld, ist doch uns egal. Und das hat uns aber auch geprägt und die Musik und unser Leben. Selbst unter den ungewöhnlichen deutschen Bands dieser Anfangsjahre ist Can aus Köln nochmals eine Ausnahmeerscheinung. Das liegt auch am Werdegang einiger Musiker. Schlagzeuger Jackie Liebezeit kommt vom Free Jazz. Keyboarder Irmin Schmidt ist ausgebildeter klassischer Komponist und Dirigent. Er und Bassist Holger Tschukai studierten bei Karl-Heinz Stockhausen, dem Vorreiter der elektronischen Avantgarde. Trotzdem bleibt Kernmusik immer klar im Rock verwurzelt, anders als die übrige deutsche Elektronikszene. Außerdem fahren Kern von Anfang an zweigleisig. Mit Filmmusiken verdienen sie das Geld, das ihnen die Unabhängigkeit bei ihren Plattenprojekten ermöglicht. Das erste, das wichtigste Konzept war Kollektiv. Das heißt, es gab keinen Bandleader, keinen, der sagt, hier ist eine Komposition und jetzt üben wir die schön, sondern es wurde kollektiv und sehr spontan musiziert. Das heißt, ich brauche ungern immer dieses Wort improvisieren, weil es war eigentlich spontanes Komponieren, kollektives. Damit ist eigentlich schon beinahe alles gesagt. Ich begreife uns aber fast mehr als ein Orchester, als wie als eine Band. Denn eine Band hat immer solistische Seiten an sich. Ein Orchester eigentlich weniger. Da kommt es auf den Gesamtsound an. Das war typisch Can. Wir wollten eine Musik machen, die aus unserem eigenen Leben, aus unserer Vergangenheit, schließlich sind drei von uns richtig Kriegskinder. Wir sind im Krieg geboren oder vor dem Krieg und haben die Verwüstung Deutschlands miterlebt. Und da ist was, ich meine, da ist ein ganz anderer kultureller Hintergrund bei solchen Leuten als jemand, der in Liverpool oder aus Nashville kommt.
Can produzieren alle ihre Platten im eigenen Studio. Ihrer Plattenfirma bieten sie nur fertige Bänder an. Auch das eine völlige Ausnahme zu dieser Zeit. Wir haben ja nie in fremden Studios aufgenommen. Wir sind ja sofort von Anfang an in unser eigenes Studio gegangen, obwohl wir kein Material hatten. Einfach auf das Vertrauen, technische Nachteile in einen musikalischen Vorteil umzumünzen. Wenn du das schaffst, dann ist gut. Diese Musik, die beim Spielen entsteht und immer wieder neue Sachen gespielt werden und dann ausgewählt, das ist ein unendlich langwieriger Vorgang. Da hat eine Platte manchmal 6, 7, 8, 9 Monate gebraucht, bis sie ihre Form gefunden hat. Und das kann man sich ja nicht leisten in einem kommerziellen Studio. Ist eine der ersten deutschen Rockgruppen, die vor allem im englischsprachigen Ausland